Hallo und herzlich willkommen zu Gracelmania, Ausgabe Nummer 100 und damit meiner Review zu Wrestlemania 36, Tag 1. Ich hatte euch gefragt, ob ihr eine Review haben wollt zu Wrestlemania, und da war die Antwort tatsächlich durch die Bank weg ja, und deswegen mache ich das natürlich auch gerne für euch. Diese Wrestlemania war natürlich eine ganz besondere, also diese erste Nacht von Wrestlemania, denn ihr alle wisst es, die Show musste ohne Publikum stattfinden und wurde noch dazu auf zwei Nächte aufgeteilt. Das heißt, heute haben wir, glaube ich, 8 Matches bekommen und morgen 8, werde ich ja gleich nochmal sehen. Und das Ganze ist, denke ich, auch ganz gut so, weil ich glaube, hätte man jetzt wirklich die komplette Wrestlemania an einem Tag durchgezogen, das wäre ohne Publikum einfach too much gewesen. Meine Meinung zu dem Ganzen kennt ihr. Ihr wisst, dass ich der Meinung bin, man hätte, wenn das irgendwie möglich gewesen wäre, diese Wrestlemania verschieben sollen. Denn Wrestlemania ohne Publikum aus dem Performance Center, das ist einfach nicht Wrestlemania. Das hier war eine Show, eine Wrestling-Show ohne Zuschauer, die aber in weiten Teilen so auch in einer Weekly hätte stattfinden können. Und ja, die sich einfach nicht groß und nicht spektakulär angefühlt hat, logischerweise. Und das Ding ist halt, das muss Wrestling ja nicht immer. Zum Beispiel beweist AEW gerade sehr gut, dass Wrestling auch ohne Zuschauer geht, auch wenn es natürlich schwächer ist als mit Zuschauern. Die gehören zum Wrestling dazu nun mal. Aber auch zum Beispiel hat WrestleTalk, also ja, Wrestling-YouTuber aus Großbritannien, haben letztens auch mit No Fans Monday bewiesen, dass Wrestling, und zwar auch gutes In-Ring-Wrestling, ohne Zuschauer durchaus geht. Ich hatte aber meine berechtigten Zweifel daran, ob das mit dem WWE-Produkt auch funktioniert, denn das Wrestling in der WWE ist oft sehr viel weniger crisp, sehr viel weniger technisch, sondern eben mehr darauf ausgelegt, das Publikum reinzuziehen und zu unterhalten. Sehr viele Unterhaltungsspots und so weiter und so fort. Und von daher war ich mir schon sehr sicher, dass diese WrestleMania im geringsten Fall merkwürdig werden wird und im schlimmsten Fall halt eine totale Katastrophe. Und ich sage jetzt so viel mal vorab, ich habe in der ersten Hälfte der WrestleMania wirklich gedacht, okay, das wird eine Katastrophe. Und in der zweiten Hälfte dieses ersten Tages wurde es dann aber tatsächlich zunehmend besser. Es wurden trotzdem meiner Meinung nach einige sehr fragwürdige Entscheidungen getroffen, und ich werde jetzt mit euch gleich die einzelnen Matches durchgehen. Ich habe mich dazu entschieden, dieses Mal keine Noten zu verteilen und keine finale Bewertung abzugeben, denn ich habe einfach den Eindruck, das wäre schlicht und ergreifend unfair der Show gegenüber, wenn ich jetzt hier mit Schulnoten ankomme, wenn keine Crowd da war, der Aufbau teilweise abgebrochen werden musste, dadurch, dass eben Wrestler ausgefallen sind. Ich habe das Gefühl, das wäre unfair, wenn ich jetzt hier mit Noten hantieren würde. Deswegen werde ich das lassen und euch einfach nur so meine Meinung zu dem Ganzen mitteilen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Auch hier nochmal ganz kurz der Hinweis. Ich covere das Ganze jetzt hier nur, weil es WrestleMania ist. Es gibt an sich sonst im Moment keinen großartigen WWE-Content auf meinem Kanal, sondern ich bin im Prinzip gerade eher in so einer Phase, wo ich das Ganze am Rande verfolge, aber jetzt nicht wirklich die Shows wirklich aktiv gucke und review und so weiter, weil ich mit dem WWE-Produkt im Moment sehr, sehr unzufrieden bin, und das eben auch schon vor der aktuellen Situation. Dazu gibt es aber ein einzelnes Video, werde ich jetzt nicht nochmal erklären. So, wir starten mit der Kickoff-Show, und da haben wir das Match zu sehen bekommen zwischen Drew Gulak und Cesaro. Und witzigerweise war ich mir ziemlich sicher, dass wir hier gleich eins der Matches of the Night zu sehen bekommen werden. Denn Drew Gulak und Cesaro sind beides fantastische Wrestler. Und im Prinzip hätte man den beiden einfach nur genug Zeit geben müssen. Und das Match war auch durchaus ordentlich. Also man hat wirklich schönes, technisch sauberes Wrestling bekommen. Die klassischen Signature-Moves von Cesaro, die schönen Uppercuts. Und die Match-Story war im Prinzip die, dass Drew Gulak den Arm und die Schulter von Cesaro so ein bisschen bearbeitet hat, sodass der eben seinen Neutralizer, also seinen Finisher, nicht durchkriegen konnte letztendlich. Und Cesaro kämpft sich dann aber trotzdem wieder rein, und letztendlich gewinnt er dann mit dem UFO,
Also, wo er den Gegner auf den Schultern hat und sich ein paar Mal dreht und ihn dann auf die Matte klatscht. Was er sonst halt einfach immer so als Move im Match hatte. Jetzt war es halt sein Finisher. Also also freihändig hat er das gemacht, weil die Schulter verletzt war. Und ja, das Match war halt sehr kurz und man hatte das Gefühl, es geht jetzt so gerade los und nimmt Fahrt auf und dann kam halt der UFO und dann war das Match einfach vorbei. Und das hat sich sehr antiklimatisch angefühlt. Und ja, war einfach sehr unterwältigend, so das Ganze. Also ja, hier war deutlich mehr drin. Bis zu dem Zeitpunkt, wo es geändert hat, war das Wrestling durchaus sehr, sehr solide und sehr, sehr gut. Aber ja, dann war es einfach viel zu früh vorbei. Und ja, dann ging die Hauptshow los und es kamen wirklich erstmal vier Matches, die mir und auch Felix, der das mit mir zusammenguckt hat, wirklich sämtlichen Glauben an diese WrestleMania gekostet haben. Und dann wurde es zum Glück so ein bisschen rumgerissen, das Ganze, aber von vorn. Zuerst gab es das Women's Tag Team Title Match zwischen Alexa Bliss und Nikki Cross gegen die Kabuki Warriors. Und zu diesem Match habe ich wirklich nicht viel zu sagen. Ja, die Kabuki Warriors waren den Großteil des Matches tatsächlich dominant, weil sie halt früh Alexa Bliss unter Kontrolle bekommen haben und dann war es halt klassischstes Tag Team Wrestling, dass sie Alexa Bliss immer wieder unter Kontrolle gebracht haben. Dann hat die sich mal kurz freigekämpft, wollte zu den Seilen rennen, einen Move gegen Asuka zeigen und die hat ihr dann ins Knie ins Gesicht gerannt. Sie haben sie wieder unter Kontrolle gebracht und so weiter und so fort. Irgendwann gab es dann den Hot Tag und am Ende ja, haben dann Alexa Bliss und Nikki Cross das Ganze für sich entscheiden können. Mir ist tatsächlich von diesem Match exakt gar nichts in Erinnerung geblieben. Gar nichts. Also das war ein solides Tag-Team-Match, wo du aber eben gleich sofort gemerkt hast, dass die Crowd hier massiv fehlt, die halt Alexa Bliss und Nikki Cross anfeuert. Und ja, von daher war das halt schwierig. Was ich halt loben möchte, ist, dass Asuka und Kairi Sane die ganze Zeit geredet haben. Ja, also auf Japanisch halt, aber das ist ja okay, aber sie haben die ganze Zeit geredet und damit so eine gewisse Geräuschkulisse erschaffen. Und man merkt einfach, wie unfassbar wichtig das im Wrestling ist, dass in irgendeiner Form Geräusche da sind. Weil sobald die fehlen, ja, fehlt dem Wrestling einfach unglaublich viel. Und dadurch, dass die Kabuki Warriors die ganze Zeit geredet haben, war das zumindest so ein Stück weit vorhanden. Und danach kam dann das Match zwischen King Corbin und Elias. Ja, wurde halt ganz klassisch aufgebaut mit King Corbin, der rauskommt und es gab ja dieses Segment mit Elias unter der Woche, wo er ihn quasi von ja, so einer Balustrade geschmissen hat. Und ja, jetzt hat er halt gesagt, ja, Elias ist nicht hier, 10 bis 10 und dann erklärt er mich zum Sieger via Forfeit. Aber Elias kam dann natürlich trotzdem noch raus, hat ihm direkt erstmal die Gitarre rübergezogen. Ich muss sagen, das war ziemlich cool, weil das hat halt eben ohne Publikum so richtig gerumst, wie die Gitarre über den Kopf gezogen wurde. Das war ganz schön. Das Match an sich, ich muss halt sagen, ich habe halt so ein Roman Reigns gegen Corbin Match erwartet. So ein ultra langsames Match und so ein ultra langsamen Brawl. Das war es zum Glück dann nicht. Also es war immerhin ein schneller Brawl. Das hat das Ganze aber eben nicht interessanter gemacht. Zumal mir halt leider King Corbin mich einfach tierisch nervt und Elias mir leider wirklich herzlich egal geworden ist über das vergangene Jahr. Der war wirklich schon an einem Punkt, wo er auf dem Sprung in den Main Event war und seitdem haben sie ihn so verschandelt und so runtergebuckt, dass Elias einfach völlig belanglos wirkt. Von daher war es mir auch völlig egal, wer dieses Match hier gewinnt, außer für unser Tippspiel. Und ja, hab mit Corbin gerechnet. Am Ende war es dann Elias. Corbin versucht zu schummeln. Dann schummelt er, also indem er einen Fuß aufs Seil gepackt hat. Dann schummelt Elias, indem er die Hose packt beim Pin und sich somit einen Sieg ersneakt und diese Story dementsprechend auch weitergehen wird. Dann noch. Ja, und dann kamen wir zum ersten richtig krassen Downer der Show. Und zwar dem Raw Women's Championship Match. Und ja, im Wrestling ist es so, dass Überraschungen natürlich gut sind. Manchmal ist es aber auch gut, einfach das zu machen, was erwartet wird. Und in diesem Fall hat, glaube ich, die ganze Welt erwartet, dass Shayna Baszler
diesen Titel jetzt hier gewinnen wird. Denn sie wurde, man hat sie debütieren lassen bei Raw, sie war sofort richtig dominant, sie hat die komplette Elimination Chamber beerdigt. Also Shayna Baszler hat im Vorbeigehen das gesamte Women's Roster noch mehr beerdigt, als es eh schon war. Man hat ganz klar etabliert, Becky und Shayna sind die einzigen Frauen in diesem Roster, die irgendwas wert sind. Und damit kommen wir gleich auch zum Problem. Denn das Match an sich war durchaus in Ordnung. Es war am Anfang ein bisschen holprig, aber dann hat sich immer mehr diese Story etabliert, dass Becky Lynch halt versucht, ihre klassischen Moves anzusetzen, ihre Armbars und so weiter, und dass Shayna Baszler aber sie wirklich studiert hat und eine Submission-Wrestlerin ist und eine Kämpferin und das quasi alles immer wieder kontern konnte und dann eben mit ihren Knee-Strikes und so weiter dagegen gearbeitet hat. Am Ende setzt Shayna Baszler dann den Kira Fuda Clutch an und Becky Lynch rollt sich durch und rollt Shayna zum Sieg ein. Ist aus mehreren Punkten problematisch. Zum einen gewinnt Becky die zweite WrestleMania in Folge mit einem Einroller oder mit einem Roll-Up. So. Und sieht damit halt wieder nicht stark aus, sondern einfach nur, als wäre sie halt lucky da rausgekommen. Hier war es besser als letztes Jahr, weil letztes Jahr war die Story ja wirklich gegen Ronda Rousey und Charlotte Flair: Ich werde euch den Arm brechen und ich werde diesen Titel holen, koste es, was es wolle. Da war es halt wirklich sehr lame, dass sie das mit einem Einroller getan hat und dann gesagt hat, sie hat ihnen den Kopf abgerissen. Hier war es halt passender, so nach dem Motto, sie ist gerade so entkommen, weil Shayna die Dominante war. Aber es lässt Shayna unfassbar dumm aussehen, gleich aus zweierlei Hinsicht. Shayna Baszler, das habe ich auf Twitter gelesen und habe mich dann erinnert, dass das stimmt, hat ihren Titel ja insgesamt dreimal verloren sozusagen. Und ja, das war halt außer gegen Rhea Ripley. Beide Male via Einroller. Mit genau dieser Situation. Kira Fuda Clutch durchgerollt und gepinnt. Das lässt sie natürlich unfassbar dumm aussehen. Das ist jetzt an sich erstmal nicht so schlimm, weil ich glaube, da erinnern sich nicht viele dran. Ich hatte es auch nicht mehr auf dem Schirm. Aber es stimmt natürlich. Aber, wie gesagt, man wirft Shayna Baszler die gesamte Women's Division zum Fraß vor, zeigt auf, nur Becky und sie sind irgendetwas wert in der Raw Division und dann lässt man sie. Opfert man den gesamten Main Event von Elimination Chamber ihr, damit sie super stark aussieht, um dann Becky Lynch gewinnen zu lassen. Und wenn bei so einer No-Fan-Show ein Titelwechsel gegangen wäre, dann wäre er für Shayna gewesen, weil Shayna braucht halt keinen Pop, sondern die würde halt ausgebuht werden. Und ja, die Entscheidung, dass dann Shayna verliert und danach mit Tränen in den Augen fassungslos in der Ecke sitzt, finde ich sehr fragwürdig. Klar kann man wieder sagen, mal gucken, was sie draus machen. Vielleicht holt sie jetzt Marina Schäfer und Jessamyn Duke hoch, damit die ihr dann helfen, den Titel zu gewinnen. Was ich aber schade fände, weil ich fand es eigentlich gut, dass man Shayna davon losbekommen hat. Ja, und jetzt ist Becky weiterhin Championess. Und was hat sie denn noch zu tun? Sie war das gesamte letzte Jahr schon ohne Herausforderung, letztendlich. Und ja, hat einfach nichts zu tun gehabt als Championess, weil es keine Frauen gibt auf Augenhöhe. Und ja, hat halt alles schon mal durch. Und ja, hat dadurch auch massiv an Charakter verloren und ist massiv weniger over geworden, weil sie jetzt einfach die dominante, arrogante Championess war. Und jetzt ist sie halt weiterhin Championess. Und ich kann halt nur hoffen, dass man jetzt halt einen Weg findet, Shayna diesen Titel zu geben, damit wir neue, frische Matches bekommen können, wo dann eben auch Shayna durchaus dominieren darf für eine Weile lang, um neue Leute in der Zeit aufzubauen. So kann ich die Entscheidung wirklich nicht nachvollziehen. Wir waren wirklich ziemlich bedient nach dem Match, offen gesagt. So. Ja, und dann noch bedienter waren wir nach dem folgenden Match, nämlich dem Intercontinental Championship. Daniel Bryan gegen Sami Zayn. Und da haben wir uns beide ziemlich drauf gefreut, weil Sami Zayn ist einer der besten Wrestler der Welt, Daniel Bryan ist einer der besten Wrestler der Welt. Auch wenn Sami Zayn natürlich extrem lang nicht gewrestelt hat und man sich wirklich fragen konnte, ist er vielleicht eingerostet? Aber gut, man hat sich trotzdem drauf gefreut. Und wegen des Matches dämmerte es uns so langsam, dass die Story sein wird, Sami Zayn, was sie halt ja auch in den Shows verkauft haben, Sami Zayn kann und will nicht wresteln. Und deswegen ist er immer wieder aus dem Ring gerollt, hat sich hinter Cesaro geflüchtet, hinter Shinsuke Nakamura geflüchtet, Drew Gulak hat eingegriffen und bis hierhin war das auch alles noch voll okay, weil es waren wenigstens mal Leute am Ring, es war wenigstens mal irgendwie
ein bisschen Tempo da und ein bisschen Gerede und so weiter und so fort. Das hat schon funktioniert. Aber dann kam es halt zum Match Zayn gegen Bryan letztendlich so richtig. Und Daniel Bryan dominiert Zayn, springt am Ende einen Nuva-Kick und verliert. Und jetzt habe ich auch schon gesehen auf Twitter, dass das viele verteidigen und sagen, ja, Sami Zayn ist halt ein Chicken-Heel, der ist halt ein Feiglings-Heel und er rennt halt weg, er zieht Heat und dann gewinnt er halt. Aber der Punkt ist halt, sowas kann man machen. Man kann durchaus feige Heels machen und auch Sami Zayn feige Aspekte zu geben, ist gar kein Problem. Nur Sami Zayn, einen der besten In-Ring-Worker der Welt, als jemand darzustellen, der nicht wrestlen kann und will. Und dann das Match Daniel Bryan gegen Zayn anzusetzen, was halt ohne Wenn und Aber Match of the Night hätte werden sollen. Und wenn die beiden halt machen dürften, auch ein Match of the Year Contender wäre, wenn Publikum da wäre. Und dann zu sagen, das Match ist Daniel Bryan, dominiert Sami Zayn ein paar Minuten lang und dann schwingt er an den Finisher und verliert. Finde ich, ist absolut daneben und geht einfach überhaupt nicht. Es ist eine für mich nicht tragbare und nicht nachvollziehbare Entscheidung. Aber man merkt wirklich, die WWE hält von Zayn nichts an sich oder zumindest einer der Entscheider, wahrscheinlich Vince McMahon. Und deshalb stellt man ihn, obwohl er Champion da ist, halt seit Jahren und Monaten da wie den absoluten Volldepp und den letzten Hinterwäldler. Und ja, schön für ihn, dass er Champ ist. Wenn das die Matches sind, dann kann man darauf auch verzichten. So. Und ja, hier war die Stimmung wirklich auf einem absoluten Tiefpunkt bei dieser WrestleMania. Muss ich wirklich so eindeutig sagen. Die Stimmung war auf einem absoluten Tief. Und wir dachten wirklich, okay, diese WrestleMania ist eine absolute Katastrophe. Und dann kam wirklich so, ja, das Match der letzten Hoffnung sozusagen. Nämlich das SmackDown Tag Team Championship Match. Passt auf, zwischen Kofi Kingston, Jimmy Uso und John Morrison. Drei Leute haben für ihre jeweiligen Teams und die SmackDown Tag Team Championships in einem Ladder Match gekämpft. Der Grund dafür ist der, The Miz ist krank geworden und konnte deshalb nicht teilnehmen und deswegen hat man sich entschieden, jeweils ein Mitglied der Teams antreten zu lassen. Jetzt kommen wir aber zu einem Problem, was sich später nochmal wiederholen wird. Und zwar hat man dieses Match zur Info, WrestleMania und die SmackDowns und Raws bis zu dieser Woche hier wurden alle vor 2 Wochen aufgenommen. Und man wusste also schon seit 2 Wochen, dass The Miz nicht antreten können wird und dass man nicht die Tag-Teams gegeneinander antreten lassen können wird. Man hat aber trotzdem bis zur letzten Show vor WrestleMania, bis zu SmackDown, hat man immer noch dieses Match beworben. Und das ist halt absolut daneben. Dass man hat in der letzten SmackDown, das Opening-Segment war, wie die drei Teams gegeneinander gebrawlt haben. Und Miz und Morrison oben standen. Und man wusste, dieses Match kann nicht stattfinden, man hat es trotzdem ausgestrahlt, man hat daran nichts geschnitten und so weiter. Ich weiß, die Situation im Moment ist schwer, aber ja, es war bewusstes False Advertisement. Das kommt später nochmal in schlimmer, aber das hier war auch schon sehr daneben, dass man es einfach weiter so beworben hat, anstatt einfach zu sagen, hey, so und so ist es, das ist das Match, da hätten sich immer noch genug Leute drauf gefreut. Das Match an sich war dann aber ziemlich, ziemlich gut und war der erhoffte Heilsbringer für diese WrestleMania. Es war sehr, sehr flott, es gab wirklich viele schöne Spots, mir ist zum Beispiel in Erinnerung geblieben, wie Kofi auf Seil gesprungen ist und ein Springboard Stunner gegen, ich glaube, Morrison auf der Leiter gezeigt. Also er ist auf ihn gesprungen, auf ihn, hat ihn gegriffen und dann so rückwärts runter gestunnert. Es gab ein paar sehr, sehr schöne Manöver, wie zum Beispiel Morrison und Kofi sind beide aufs Apron gestiegen und der Uso lag, also Jimmy Uso lag auf einer Leiter und man dachte, jetzt springen sie beide auf die Leiter. Stattdessen ist Morrison über die Seile geklettert, also gerannt und hat oder balanciert und hat dann Kofi runtergeseefort, was sehr, sehr gut aussah. Es gab schöne Brawls auf den Leitern, es ging immer sehr, sehr flott hin und her. Was mir aufgefallen ist, das Match wirkte sehr wie Kofi gegen Morrison und Jimmy Uso ist ab und zu mal mit ins Match eingestiegen. Und man hat sich sogar die Mühe gemacht,
so Sachen wie diese klassischen Leiteraufbaus, dass eine Leiter an die andere geklemmt wird, zu erklären, indem nämlich die an der Leiter rumgebrawlt haben und als dann sie weggestoßen wurden, ist die Leiter in die andere Leiter reingerutscht, dass man erklärt hat, wie kommt dieser Aufbau zustande. Das war ein wirklich, wirklich gutes und unterhaltsames Match. Und am Ende fand ich auch das Finish sehr, sehr gut, weil dann nämlich Kofi und Jimmy Uso und Morrison alle an den Gürteln rumgezogen haben und die hingen halt an so einem goldenen Scharnier und normalerweise, wenn das halt einer abhängt, dann hat der halt gewonnen. Hier hat man ein Match-Finish gewählt, was ich sogar predicted habe, dass sie gemeinsam die Gürtel abgehängt haben und ich dachte halt, es würden zwei Teams gleichzeitig machen, nämlich die Usos und New Day, sodass halt New Day und die Usos Champ sind danach und die sich nochmal battlen können. Aber es haben alle drei abgehängt und dann ging es jetzt also darum, wer kriegt die Gürtel zu fassen. Kofi und Jimmy verpassen dann Morrison ein Headbutt, der hält sich aber an den Gürteln fest und deswegen zieht er sie beim Fallen ab, hat die Gürtel abgehängt und dadurch sind Miss und Morrison immer noch Champions. Sehr, sehr cleveres Ende, sah super hart aus, war ein geiler Endspot, hat auch gepasst, weil die Usos und New Day sich halt immer bekriegen und so viel Respekt zollen gegenseitig und sie auch Miss und Morrison gar nicht ernst genommen haben in dieser Feder. Deswegen sehr passendes Ende, dass die sich dann zusammentun, um Morrison runter zu headbutten und es unter sich ausmachen und ihm dadurch den Sieg ermöglichen. War ein sehr cleveres Finish, war ein sehr schönes Match, hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Das ist halt das Wrestling, was ohne Zuschauer funktioniert. Nämlich so crispes, gutes, schnelles Wrestling. Ja, und auch das nächste Match hat dann durchaus zu unterhalten gewusst. Nämlich Seth Rollins gegen Kevin Owens. Ja, war ein durchaus gutes Match, gab schöne Spots. Unter anderem wurde der Muscle Buster in einen Backbody Drop aufs Apron gekontert. Dann gab es nochmal einen weiteren Backbody Drop drauf. Kevin Owens hat seine klassischen Signature Moves gezeigt, wie seine Senton Bomb, den Cannonball und so weiter und so fort. Und Seth Rollins hat halt die Anfangsphase gehabt und da hat Kevin Owens immer mehr dominiert. Und dann kam halt ein Punkt, den ich kritisch sehe. Seth Rollins hat dann in diesem wirklich guten Match, wurde er von Owens in die Ecke gedrängt und hat ihn dann mit der Ringglocke attackiert und damit einen DQ ausgelöst. Und hier war ich schon richtig am Ausrasten und richtig genervt, dass man dieses Match mit DQ löst und somit Kevin Owens seinen ersten WrestleMania-Sieg gibt. Aber Kevin Owens nimmt sich dann das Mikrofon und sagt, nee, so nicht, du machst mir das nicht kaputt, ich denke, du bist Gott, kämpf gefälligst, no disqualification und so weiter. Rollins sagt dann, gut, du hast es so gewollt und lässt sich drauf ein und man dachte natürlich, jetzt kommt die klassische Story, Owens hat seinen WrestleMania-Moment bekommen mit dem Sieg und jetzt gewinnt Seth Rollins das Ganze. Es ist natürlich maximal unlogisch, dass Seth Rollins Jünger nicht rausgekommen sind ab dem Moment, wo NoDQ war, aber gut, wir wissen, woran es liegt und von daher ist das schon in Ordnung. Die beiden brawlen dann mit Stühlen und der Ringglocke und so weiter und das, ich verstehe das nicht, weil es war ein gutes Wrestling-Match, das sind zwei der talentiertesten Wrestler am Roster, man entscheidet sich dann, so ein Fuck-Finish mittendrin einzubauen, das Match neu zu starten und danach zu sagen, sie haben jetzt einfach kein Match mehr, sondern brawlen sich mit Gegenständen. Finde ich, habe ich noch nie verstanden, das macht man mit Owens besonders oft, auch in seiner Match-Serie gegen AJ Styles. Die beiden durften nicht einmal ein normales Match gegeneinander haben damals. Sie haben immer irgendeine scheiß Stipulation gehabt. Und es hat immerhin für einen sehr, sehr coolen Spot gesorgt, nämlich Kevin Owens ist aufs WrestleMania-Zeichen geklettert, hat dann noch gesagt, how is that for a WrestleMania-Moment und hat dann einen Flying Elbow von da oben gegen Rollins gezeigt. Sehr, sehr schöner Spot, hat mir gut gefallen. Und ja, am Ende kann dann Kevin Owens sogar den Stunner zeigen und gewinnen, besiegt Rollins somit also zweimal, was den natürlich schön blöd aussehen lässt, mich aber für Owens freut. Das war ein gutes Match, hat mich unterhalten, aber meine Kritik an dem Ganzen ist halt wirklich, warum setzt man das Ganze denn bitte nicht gleich als No-Disqualification-Match an? Warum muss man da erst im Match so ein Fuck-Finish einbauen? Und ich habe gemerkt, wie vorgetriggert ich von der WWE bin, weil ich habe ihnen das total abgekauft und bin halt total ausgerastet. So. Warum muss man da sowas einbauen, um dann zum No-DQ überzugehen und dann diesen einen geilen Spot zu zeigen und dann das Match zu beenden? So, das will mir nicht ganz in den Kopf. Nichtsdestotrotz war auch das ein qualitativ
gutes Match, was dann eben ein bisschen runtergezogen wurde, aber qualitativ, wie gesagt, an sich völlig in Ordnung war. Mojo Rawley hat dann den 24/7 Championship von R-Truth gewonnen, als erst Rob Gronkowski ihn gewinnen wollte. Naja, gut. Und dann kam das Universal Championship Match. Und somit war klar, AJ Styles gegen Undertaker kommt als letztes. Was, glaube ich, die richtige Entscheidung war, weil das Universal Championship Match wussten wir alle, wie es ausgehen wird. Es wird eine Aneinanderreihung von Finishern sein und am Ende wird einer von beiden gewinnen. Ich habe hier beides für möglich gehalten, nämlich sowohl, dass Strowman gewinnt als auch, dass Goldberg gewinnt. Und ja, ich sage euch gleich, was ich davon für die richtige Entscheidung gehalten hätte. Aber auch hier. Und da muss man die WWE für kritisieren. Und es hat mich wirklich dazu gebracht, dass ich eigentlich kaum diese Show nicht unterstützen wollen würde eigentlich. Aber hab's halt jetzt schon versprochen. Das Match sollte ja eigentlich sein Roman Reigns gegen Goldberg. Und erneut, wie gesagt, die wissen seit 2 Wochen, dass Roman Reigns in diesem Match nicht antreten wird. Denn Roman Reigns hat eben bereits eine zweifache Leukämieerkrankung hinter sich. Und ist dementsprechend vom Immunsystem her sehr geschwächt und ein Corona-Risikopatient. Und dementsprechend hat er die Entscheidung getroffen, wie es wohl klingt, dass er bei WrestleMania nicht antreten wollen wird, nachdem eben auch The Miz krank bei den Tapings aufgetaucht ist. Und hierzu erstmal, das ist absolut verständlich und absolut respektabel und die richtige Entscheidung von Seiten Roman Reigns. Ich war wirklich, bin stinksauer geworden, als ich gelesen habe, dass Roman Reigns teilweise Feigheit, mangelnde Arbeitseinstellung und so weiter vorgeworfen wird. Der Mann hat eine zweifache Leukämie-Vorerkrankung und Leute werfen ihm Feigheit vor, dass er sein Leben nicht riskiert, um bei WrestleMania teilzunehmen. Zumal er halt damit, er hat halt, das wäre der Moment, wo er wieder Champion hätte werden sollen. Das hat er aufgegeben, um seine Sicherheit und die Sicherheit seiner Familie nicht zu riskieren. Was absolut respektabel ist. Nun kommt der Punkt. Das wissen die seit 2 Wochen, dass er nicht auftreten können wird und dass sie auch mit ihm nichts mehr tapen konnten. Und sie haben aber trotzdem das Match Reigns gegen Goldberg immer noch beworben. Bei der vorletzten SmackDown haben sie noch Triple H über Reigns reden lassen und dass, wenn das Match länger geht, dann ist Reigns der absolute Top Dog und er hat ihn selber gewrestelt. Sie haben Reigns gehypt und haben sogar wirklich gebracht, Reigns und Goldberg werden nächste Woche ihr finales Aufeinandertreffen haben. Das haben die beworben für die letzte SmackDown vor WrestleMania, also die einen Tag vor WrestleMania stattfindet. Und ja, dann hat halt wirklich, sie haben auch weiterhin nicht acknowledged, dass Roman Reigns nicht da sein wird. Der hat dann zwischendrin gesagt, Leute, ich bin nicht dabei via Social Media. Und dann hat Triple H gesagt, ja, wir wollten das halt nicht so auflösen, weil wir haben halt was vor und die Storyline, wartet's mal ab, die Storyline wird auf eine unique Art und Weise total befriedigend aufgelöst werden, wie Braun Strowman da reinkommt. Das hat Triple H so gesagt als Verteidigung. Und dieser unique way war jetzt, dass bei SmackDown Goldberg gegen Reigns einfach nicht mehr thematisiert wurde und Michael Cole in einem Nebensatz zwischen 2 Segmenten kurz gesagt hat, ja, und am Samstag findet Braun Strowman gegen Goldberg statt und sie einfach so getan haben, als wäre das schon immer so gewesen und so beworben worden. Und sie haben es wirklich in einem kleinen 10 Sekunden Nebensatz gesagt, damit wirklich möglichst wenig Leute mitkriegen, dass es Strowman gegen Goldberg ist. Und das ist absolut daneben, das ist False Advertisement at its best. Bei einem Pay-per-View, den sie jetzt den Leuten wirklich wieder für 60 € reindrücken wollen, es gibt ihn auch auf dem Network, aber sie bewerben halt gerade ganz hart, ihr könnt es auch auf Fight TV oder sonst wo für $60 kaufen oder 60 €. Absolut daneben. False Advertisement, obwohl sie seit 2 Wochen wissen, dass Reigns es nicht kann. Und das Ding ist, sie haben doch einen total guten Grund, dass er nicht teilnimmt. Einfach es offen so sagen, wie es ist. Entweder, hey, aus medizinischen Gründen muss er verzichten oder noch besser Reigns via Handy, via Skype, wie auch immer, eine kurze Promo halten lassen von zu Hause, ohne dass jemand bei ihm sein muss, wo er sagt, so richtig auf Babyface-Manier, hört zu Leute, das ist mir super wichtig, Wrestling ist mein Leben, aber noch wichtiger ist mir meine Familie und die Gesundheit von meiner Familie und mir und so, ihr kennt meine Vorgeschichte und deswegen muss ich mich zurückziehen und dann am besten noch sagen, ich hatte gegen Braun Strowman die härtesten Kämpfe meines Lebens, so nach dem Motto, ich vertraue ihm diese Aufgabe an.
Damit gibt man die Fackel an Braun Strowman, hat zumindest minimal irgendeinen Aufbau geleistet und wäre ehrlich mit dem Publikum umgegangen. Stattdessen verarscht die WWE ihre Zuschauer gleich mehrmals bei dieser Show. Sie haben es auch nicht für nötig gehalten, bis zum Tag des Events die Matchcards für die einzelnen Tage anzukündigen. Haben sie auch nicht gemacht. Man wusste nicht, was an welchem Tag stattfindet. Absolut daneben. Und es wird einfach so Braun Strowman in das Match gepackt, ohne Story, ohne alles, ohne irgendwas, ohne dass man den wahren Grund für Reigns Ausscheiden anerkennt, sozusagen. Ja, Braun Strowman steht in diesem Match und deshalb, damit kommen wir mal zum Match, wäre es meiner Meinung nach, so schlimm ich es finde, das zu sagen, die richtige Entscheidung gewesen, Goldberg diesen Titel behalten zu lassen. Denn Braun Strowman ist so nicht over, also auch als die Fans noch da waren, so non-over, wie er seit Jahren nicht mehr war. Weil man ihn halt wirklich in Titelmatch nach Titelmatch gegen Lesnar, gegen Reigns und so weiter gesteckt hat und er hat immer verloren. Sie haben nie den Trigger abgedrückt bei ihm, sondern sie haben immer so, ey, ins Titelmatch, ach, er hat verloren. Ins Titelmatch, ach, er hat verloren. Und Braun Strowman hat seit Jahren nichts von Bedeutung gemacht, sondern er hat halt zerstört und wenn es drauf ankam, hat er aber immer verloren. Und deswegen ist sein Hype halt komplett abgeflaut und er ist im Moment null over gewesen. Null. Außer halt nur und get these hands. So, und jetzt wird er halt aus dem Nix in dieses Match gebuckt, ohne Storyline. Und ja, Goldberg verpasst ihm 4 Spears, er dann Goldberg 4 Slams und dann wird er nach knapp 2 Minuten, gewinnt er den ersten World Title seiner Karriere. Zu einem Zeitpunkt, wo sich niemand für Braun Strowman interessiert, wo er sich über seine Aussagen über Social Media bei der Wrestling Community extrem unbeliebt macht und wo es einfach falsch war. Ich hätte Goldberg bei diesem Event auch nicht Strowman, sondern halt irgendeinen kleinen Wrestler zum Fraß vorgeworfen, damit man dann, wenn die Crowds wieder da sind, irgendwie einen großen Moment für Goldberg und Reigns oder Goldberg und dann meinetwegen auch Strowman oder so erschaffen könnte. Für mich wäre es hier die richtige Entscheidung gewesen, Goldberg diesen Titel behalten zu lassen, denn was natürlich auch passiert ist, dass The Fiend, auch egal wie das Match morgen ausgeht, The Fiend unfassbar dumm aussieht. Ich will es nur nochmal thematisieren. Man lässt The Fiend über ein halbes Jahr lang alles und jeden, nicht dominieren, aber halt ultra stark aussehen, indem er halt einfach unverwundbar war und jeden halt einfach besiegt hat, obwohl er 20 Finisher gefressen hat. Das waren scheiß Booking und unfassbar langweilige Matches. Das ist so. Aber jetzt hat man so langsam angefangen, das abzubauen. Hat mit jedem seiner Gegner eine Story erzählt. Er hatte mit jedem davon Vergangenheit. Hat die verändert und so weiter und so fort. Und dann kommt Goldberg und die WWE riecht das Money Match Reigns gegen Goldberg. Und entscheidet sich, hey, es ist jetzt egal. The Fiend wrestelt jetzt gegen Goldberg, mit dem er noch nie was zu tun hatte. Ist egal. Und Goldberg squasht The Fiend. Das muss man so sagen. Das unverwundbare Monster, The Fiend, wird von Goldberg einfach gesquasht. Und damit sehen halt alle, die gegen Fiend so schwach aussahen, sehen damit halt noch umso schwächer aus. Das aktuelle Roster sieht mal wieder aus wie der absolute Witz. Und dann ist Goldberg also Champ für etwas über einen Monat, ohne Titelverteidigung, ohne alles. Und dann kommt Braun Strowman und squasht Goldberg. Und damit sehen halt wirklich alle, die vorher versucht haben, diese Gürtel zu erobern, aus wie ein Witz. Und ich wiederhole mich, Goldberg tut diesem Titel absolut überhaupt nicht gut. Überhaupt nicht gut, weil er, wie gesagt, er kann keine längeren Matches mehr bestreiten. Dazu ist er nicht mehr in der Lage. Und seine Matches sind halt wirklich, es waren 8 Finisher und dann war das Match vorbei, verdammt nochmal. Das lässt den Gürtel auch so unfassbar lächerlich aussehen. Aber wenn man Goldberg diesen Titel schon gibt, dann sollte man ihn doch nutzen, um dann irgendwann einen Superstar, der gerade total hot und over ist, Goldberg diesen Titel abnehmen zu lassen. Oder wo wenigstens ein Aufbau da war. Ihn jetzt aus dem Nix Strowman zu geben, ist meiner Meinung nach fast noch schlimmer. Vor allem, weil halt absehbar ist, dass man dann beim SummerSlam oder sonst wo jetzt dann einfach Reigns gegen Strowman den Titel gewinnen lassen wird. Das ist so ein Non-Booking, was nirgendwo hinführt. Was niemanden overbringt, was nur Leute beerdigt. Und einfach absolute Scheiße ist. So, das Match war schrecklich, wäre von mir auch eine 6 geworden, wenn ich Noten geben würde. So, und fertig. So,
AJ Styles gegen den Undertaker, apropos beerdigen, in einem Boneyard-Match. Und ja, das Ganze, man musste halt anerkennen, dass das mehr ein Film, ein Trash-Film, als ein Wrestling-Match war. AJ Styles kommt in einem Leichenwagen und im Sarg auf den Friedhof, um Undertaker zu verhöhnen. Lacht dann, Undertaker auf dem Motorrad angefahren und ist wieder full on American Badass, aber mit den Fähigkeiten des Undertakers. Und ich weiß, ich dürfte das nicht mögen, aber diese WrestleMania ist so weird, dass ich es akzeptieren kann. Dieses Match war verdammt unterhaltsamer Trash. Die beiden brawlen sich halt erstmal durch die Gegend, AJ versucht Undertaker mit Stein zu schlagen und Undertaker dominiert dann erstmal die erste Hälfte des Matches und es ist halt nur Trash-Talk vom Undertaker, was der richtig gut gemacht hat. Der die immer wie so, ja, was willst du meiner Frau nochmal sagen? AJ, und über mich, ich bin zu alt, hä? Und hat ihn einfach nach Strich und Faden vermöbelt. Es gab einen Schlag in die Limousine, in die Tür des Leichenwagens, er hat ihn auf die Scheibe geschmissen, hat ihn dann da oben nochmal verprügelt und so weiter und so fort. Bis dann irgendwann bis er dann irgendwann ihn ins Grab schmeißen will und dann aber Carl Anderson und Luke Gallows eingreifen zu, ja, fast zu Western-Musik, die eingespielt wird, dann kämpft Undertaker gegen die beiden. Irgendwann gehen dann die Tore, dann gehen die Tore von der Garage noch auf, vorher, und es kommen die Druiden des Undertakers raus, der war für AJ Styles eingreifen, und Undertaker brawlt gegen alle. Nachdem er das gemacht hat, sind sie komischerweise verschwunden, aber gut, es hat uns wirklich sehr amüsiert, wir haben köstlich gelacht. Nicht unbedingt das, was man von einem Undertaker AJ Styles Match will, aber wir haben gelacht. Carl Anderson und Luke Gallows kämpfen dann gegen Undertaker, irgendwann geht es dann sogar noch soweit, dass der Undertaker ins Grab geschmissen wird und AJ Styles will ihn gerade beerdigen und in dem Moment taucht der Undertaker via Teleportation einfach hinter AJ auf, verprügelt ihn weiter, es geht aufs Dach, da setzt der Undertaker Feuer ein, um AJ Styles zurückzudrängen, schmeißt Anderson und Gallows nochmal vom Dach und schmeißt dann letztendlich, chokeslammt er AJ Styles vom Dach durch Holz durch. Und Trash-talkt halt wirklich in allerbester Manier, so nach dem Motto, ja, was willst du jetzt sagen? Und nimmt ihn auf die Schulter und sagt, hey, nee, bleib mal bei mir. Nicht ohnmächtig werden, bleib bei mir. Und das war einfach wirklich herrlicher Trash und super unterhaltsam. Die Musik war lustig, die Inszenierung war lustig, das war einfach wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Und das beste Undertaker-Match seit Jahren, weil man mit der Inszenierung halt tricksen konnte, tatsächlich. Und die einzige Entscheidung, die ich dann sehr fragwürdig finde, ist, dass am Ende der Undertaker tatsächlich AJ Styles in dieses Grab schmeißt und ihn dann auch sehr unspektakulär mit so 2 cm Erde gefühlt oder 20 cm Erde beerdigt. Und ja, eine Puppenhand, die AJ Styles Hand sein soll, dann noch rausguckt. Er setzt sich auf sein Motorrad und fährt weg. Das Ende war sehr unspektakulär leider und ich finde es die völlig falsche Entscheidung, dass man den bald Rentner Undertaker tatsächlich AJ Styles hier besiegen lässt und damit erneut klar macht, auch das war noch nicht das letzte Match des Undertakers, obwohl man Werbung macht für eine Dokumentation über den Undertaker namens The Last Ride. Und es war jetzt irgendwie die sechste WrestleMania, die dritte WrestleMania in Folge, wo man dachte, sogar noch mehr, seit 30, die sechste WrestleMania in Folge doch, wo man dachte, das war jetzt das Ende des Undertakers und die dritte in Folge, wo es wirklich ganz klar gemacht wurde im Prinzip. Und wurde klar, nein, auch das war sie wieder nicht. Das ändert aber nichts dran, dass das Match an sich sehr, sehr, sehr unterhaltsam war. Und würde ich fast sagen, mein zweitliebstes des Abends nach dem Ladder-Match. Und in so einer Einsetzung kann man den Undertaker vielleicht noch eine Weile durchziehen. Ich würde mir trotzdem wünschen, dass er mal langsam retired. Aber wenn der Undertaker eingesetzt wird, dann wünsche ich es mir ab jetzt tatsächlich eher so, als in richtigen Matches in der Halle. Weil die kann auch er, genau wie Goldberg, nicht mehr richtig bestreiten. Und wie ihr hört, es war mehr Negatives als Positives, aber es war eine sehr weirde Nacht. Für einiges kann die WWE was, für anderes halt nicht. Ich bleibe dabei, dass dieses Ding hier nicht WrestleMania heißen sollte, dass die WrestleMania an sich verschoben hätte werden sollen. Aber ich bin halt auch kein Geschäftsmann und kann das letztendlich nicht beurteilen, wie groß der Schaden gewesen wäre und so weiter. Das hier war eine Show mit ihren Höhen und mehr Tiefen als Höhen,
aber sie hatte ihre Höhen, aber es war halt keine WrestleMania. Und ja, ich bin gespannt, wie es morgen weitergeht, aber ich bin letztendlich doch halbwegs versöhnlich aus dieser Nacht rausgegangen, weil man halt mit dem Schwachen angefangen hat und dann immer mehr zum Guten übergeleitet hat, unterbrochen einmal kurz von Strowman und Goldberg, die im Moment beide nichts mit dem Titel zu tun haben sollten. Aber gut, das war meine Meinung zu WrestleMania 36 Tag 1. Lasst mir gerne eure Meinung da. Das war die 100. Ausgabe von WrestleMania. Und ich hoffe, dass das gut aufnimmt, weil da gerade eine Warnung stand. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Grauton. Und ciao.